Der Fahrer mit der Nummer 28 war heute beim Hahnenkamm Abfahrtsrennen zum Schluss die Nummer 1. Olympiasieger Patrick Ortlieb erwischte einen fabelhaften Start, fuhr die Mausefalle und das technisch anspruchsvolle Steilstück praktisch fehlerlos. Zur Freude der einheimischen Zuschauer verteidigte Ortlieb seinen Vorsprung bis ins Ziel. Mit einer Fahrzeit von knapp über 2 Minuten unterbot der Österreicher die Bestzeit des späteren Zweiten, Marc Girardelli, um eine halbe Sekunde. Auch die Schweizer erlebten einen Jubeltag. Nach den bisher mäßigen Resultaten in dieser Saison brachten sie William Bess als Dritten aufs Podest. Auf Sieger Ortlieb büßte der Westschweizer allerdings über 8 Zehntelsekunden ein. Franco Cavin, Daniel Marr und Xavier Gigondet auf den Rängen 5, 7 und 9 rundeten die eindrückliche Schweizer Bilanz ab.